Der strahlende US Open-Sieger. Das zweite Ass des Pete Sampras. Da schien auch Boris Becker leichte Zweifel gehabt zu haben, ob dieser Ball wirklich im Aus gewesen ist, aber der Schiedsrichter hat entschieden, 40-15. Pete Sampras verkürzt auf 3-4 in diesem ersten Satz. Boris Becker also ein Break vor. Und bislang konnte Pete Sampras nicht an die Leistung anknüpfen, die er noch in New York gezeigt hat. Aber kein Wunder, eine Knochenhautentzündung am Schienbein bereitete ihm in den letzten Wochen arge Probleme, arge Schmerzen. Vielleicht ist es in der Tat die fehlende Matchpraxis. Das sieht man vor allen Dingen bei seinem sonst so gefürchteten ersten Aufschlag. Gestern schlug er zwar, ich sprach es eingangs an, 26 Asse. Und hier sehen wir, 52% der ersten Aufschläge fanden ihr Ziel. Das ist für Pete Sampras eigentlich ein wenig dürftig, aber man wird sehen, wie sich das entwickelt. Becker liegt bei 62%. Für ihn ein ordentliches Ergebnis. Aber der Weltranglistenzweite hatte bis zum jetzigen Zeitpunkt ja auch noch keinerlei Probleme. Und Becker serviert nun mit 9 Bällen. 4-3 Führung für den Deutschen.
Klasse gespielt von Boris Becker mit diesem weichen, unterschnittenen Rückhandball. Cross. Das Ganze sehen wir hier noch einmal in der Wiederholung. Kommt er zum 5:3. Damit weiß Pete Sampras nicht viel anzufangen. Ein sehr überlegtes Aufschlagspiel von Boris Becker. Erneut ein 1:0-Spiel. Er mischt bei seinem Aufschlagspiel mal auf Vor-, mal auf Rückhand oder sogar schlägt er auf den Körper auf. Ist denn das zu fassen? Damit hat Pete Sampras nicht gerechnet, dass Boris Becker an diesen Ball noch herankommt. Er läuft in die richtige Ecke. Und dann aus dem Halbfeld erneut ein Fehler von Pete Sampras. 0:5. Da stand er wieder richtig. Das dritte Ass beschert Pete Sampras das 4:5. Aber Becker weiter ein Break vor und kann nun bei eigenem Aufschlag alles klar machen in diesem ersten Satz. Es ist wirklich schwer für Pete Sampras. Boris Becker tut zurzeit im richtigen Moment genau das Richtige. Ein frühes Break, in diesem Fall zum 3:2. Und bisher hatte Becker keine Probleme bei eigenem Aufschlag. Boris Becker verfolgt sein Ziel, die Nummer 1 zu werden, noch in diesem Jahr konsequent Turniere. Viele meinen zu viel, das jedenfalls die Meinung der schwedischen Kollegen hier vor Ort.